Okay. So, jetzt hallo, schönen guten Grüß dich. Abend, lieber Alex, grüß dich. So, jetzt müssen wir Grüß die Aufnahme nochmals machen, aber ist kein Problem, wir hatten ein kleines technisches Problem, aber passt eh, wir haben ein paar Dinge gehabt. Es geht zum Thema Osmose. Neue Entwicklungen, was wir da gesagt haben, es hat auch neue Fragen gegeben. Du bist leider nicht auf Facebook, aber mich erreichen da seit jetzt einem Tag oder 2 Tage, kann ich sagen, unglaubliche Views, unglaubliche Zugriffe. Vor allem, es geht wirklich um Wasser. Ich habe dir heute auch schon vom Bodensee, von wo du jetzt in 2 Wochen, nehme ich jetzt mal an, ist das ungefähr, ja, auch sein wirst. Warum bist du überhaupt im Bodensee? Ja, ich gab den Marco. Der Ja. Marco möchte eine Anlage. Der Ja. wohnt nun mal am Bodensee. Für den Marco baue ich, sagen wir mal, eine Spezialanlage. Es liegt einfach daran, weil du auch dort wohnst, weil du mit Audio-Sounds arbeitest. Diese Anlage hat eine Informationskartusche, die mit Audiosignalen arbeitet, Okay. die dann nach Masuru im Motus Erkenntnissen arbeitet. Und weil das einfach dort ist, bietet sich das an, dass ihr eine spezielle Anlage bekommt. Allerdings natürlich mit dem Hintergrund, dass wir diese Informationseinheit in Zukunft vielen Leuten zugänglich machen können. Okay. Genau. Und bei dem Vortrag wird es eben auch so sein, dass wir dann gleich drei Themen abdecken. Einerseits mal grundsätzlich was über Umkehrosmoseanlagen, wie Okay. sie arbeiten, warum ich das jetzt so mache und so weiter. Wie sich der Preis auch gestaltet, weil ja immer wieder Kritik kommt und sagt, ja, das ist zu teuer, sage ich, Leute, ihr müsstet mal so tief einsteigen in die Thematik wie ich, mit so vielen Firmen euch unterhalten, dann wüsstet ihr, warum das so teuer ist. Weil es ist halt so, ein Schrott ist ein Schrott und eine Qualität ist eine Qualität. Und Anlage von zum Beispiel Regenwasser.com wird jährlich 3000 Mal verkauft. Also überlegt euch mal, wenn die Anlage, die Basisanlage schon 600 Euro kostet, oder in dem Fall jetzt zum Beispiel Basisanlage von Marco kostet allein schon 900 Euro, 950. Da Ja. sind die ganzen Energetisierungsmodule noch gar nicht dabei. Okay? Nur mal so, ja, Ja. die kosten nochmal 900. Also nur damit ihr mal irgendwo einen Begriff habt, ne, warum das so teuer ist. Ne? Und mal von dem abgesehen, man kann ja das alles nachvollziehen. Ich habe meine Excel-Liste, da sieht man das ja alles, wo kommen Teile her und warum. Und den Satz, den ich verlange zum Bauen, die Zeit, die ich da mache, da würden andere sagen, hey, für den Preis würde ich noch nie einmal Schraubenzieher in die Hand nehmen. Aber egal, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich mache es, weil ich will, dass Leute zu einem akzeptablen Preis eine gute Anlage bekommen. Ja, weil es gibt andere Firmen, die verlangen schon mal 2.100 bis 2.500 nur für die Basisanlage. Da ist nichts, da ist noch keine Energetisierung und überhaupt nichts dabei. Nur schönes, sauberes Wasser. Und Also vielleicht irgendwo Osmoseanlage fünf ist Meter. ja nicht gleich Osmose. Es gibt ja auch Kritiken, das haben wir auch gehört Ja. mal. Ich habe das letztes Mal auch schon gesagt. Das Osmose, die normale Osmoseanlage, hat die irgendwelche Besonderheiten in der Basis? Also so Schauberger, Trichter, wie man jetzt da Ja, in der weiß. Basis so. Meine Basisanlagen haben alle einen Schauberger Wirbel und sie haben alle eine Sauerstoff-Zylinder-Anreicherung. Moment, ich rufe mal kurz hin. Augenblick, Augenblick. Ich rufe zurück, im Moment geht es nicht. Ja? Danke. Ciao, ciao, ciao. Das Die war jetzt ein kleinen, Elektroniker, der ja. übrigens auch an ganz interessanten Sachen arbeitet. Okay. Ja, also wir sind ja ein Team. Ich mache jetzt seit 10 Jahren Entwicklung. Und wir machen ja Energie, Heißwasser und ja, jetzt eben auch mit dem Wasser, da hilft er ja auch mit der Audiospule und so weiter. Also wir haben ein Team von sehr erfahrenen Leuten, ja, über Zeichner, über, ja, also Ingenieure bezüglich Mechanik, Elektronik, Elektromaschinenbau und so weiter. Also es sind schon sehr kompetente Leute beieinander und genau. Und Entwicklung betreibe ich nicht erst seit einem Jahr, sondern mindestens schon seit 10 Jahren. Auf Themen, die weit komplexer sind als diese Wasseranlage jetzt. Okay, jetzt mal zu Wasser. Also jede Basisanlage hat definitiv einen Wirbel, zwei Wirbel drin, definitiv zwei Wirbel. Einen in der Leitungswasserseite zum Zertrümmern, zum Neustrukturieren des Leitungswassers, damit der Kalk einfach zertrümmert wird. Eine in der Frischwasserseite, sprich in der Reinstwasserseite zum Strukturieren, bevor es dann durch die Energetisierung geht. Unter Energetisierung versteht man Anreicherung mit Silizium, mit Sauerstoff, mit ein paar Mineralien, sowas in der Richtung. Ja, und
Humalin-Kügelchen, also so ein Humalin-Ionisator habe ich jetzt zum Beispiel auch mit drin. Also das ist für andere schon eine Anlage, wo man dann 2.500 Euro zahlt. Ich habe jetzt eine Anlage für die Rene gebaut. Ich bin echt baff, das Ding schafft wirklich 1,5 Liter pro Minute. Habe ich bis jetzt bei keiner Anlage gesehen. Steht zwar drauf, aber faktisch ist es nicht möglich. Jetzt habe ich 2 Boosterpumpen reingebaut. Das Ding geht ab wie Schmitz Katze. Also unglaublich. Ja. Und hat einen so feinen Sauerstoff, den musst du gegen das Licht halten, die feinen Bläschen. Es ist gigantisch. Und der Geschmack ist trotzdem mild und nur leicht säuerlich. Also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich meine erste Anlage bis jetzt. Aber jetzt mal ganz nebenbei, ich habe ja für den Marco extra bei regenwasser.com angerufen, gesagt, ich habe da eine Spezialanlage und natürlich auch eine Firma, die sagt, ja, wenn du mehr machst, dann bauen wir dir die im Prinzip vor. Also ich kriege eine Basisanlage speziell auf meine Wünsche. Ja? Ja, es geht natürlich nur, wenn ein paar Leute auch sagen, ja, ich möchte eine und ich möchte eine nicht mal, wegen 1, 2 Anlagen, dann baue ich sie selber. Ne? Ja, aber ja, wenn jetzt sagen, 5 oder 10 Leute kommen, das ist heute schon abgeklärt, die kriegen Anlagen, da ist sogar schon eine UV-Einheit drin, dass sie für Regenwasser tauglich ist. Ja, die ist schon mit dabei, auch bei Marco. Wollte man ursprünglich nicht reinbauen, aber dann habe ich mit dem Sohn von dem gesprochen und sage, ja, komm, die packe ich dir noch mit rein für einen günstigen Preis. Und ja, und der hat zum Beispiel bürstenlose Gleichstrommotoren. Ich wollte zuerst nur normale, diese Druckerhöhungspumpen, ne? Mit Bürsten, also ein normaler Gleichstrom. Und dann sagt er, nee, die anderen sind viel langlebiger, haben mehr Druck, brauchen weniger Energie. Da sage ich, okay, dann nehmen wir die. Weil es ist mal Folgendes, wenn du ein Singlehaushalt bist, dann willst du vielleicht 5 Liter rausnehmen am Tag. Ja. Wenn jetzt der Marco mit seiner 7-köpfigen Familie kommt, dann machen die locker 20 Liter am Tag. Locker. Ja, weil jeder trinkt 2 Liter, mal 7 sind schon 14, dann wollen sie noch Kaffee trinken und Tee, dann sind sie locker bei 20 Liter, wenn nicht 25. Rechne dir das mal auf, 25 Liter pro Tag. Und weißt du, was dich 1 Liter kostet? Nicht mal 1 Cent. Je nachdem, was dein Kubikmeter kostet, kostet dich 1 Cent mit ab. Wasser, nicht mal 1 Cent. Mich kostet es, weil mein Kubikmeter 5,30 Euro kostet, ungefähr 1,5 Cent. Ein Wasser, was du nirgendwo zu kaufen kriegst für 1,5 Cent. Bitte, das muss mir mal einer erklären. Wo gibt es da noch Fragen? Natürlich, eine Basisanlage jetzt für die Rene sind wir bei 1625 Euro. Weil sie klein und kompakt ist. Ne? Wenn es ein bisschen mehr ist, sind wir bei 1800 Euro. Noch ein bisschen mehr sind wir bei 2500. Das kommt immer drauf an, was man reinbaut. Ne? Ja, da geht ja noch was nach oben, so ist es nicht. Aber alle Anlagen, die ich verbaue, haben die 2 Prinzipien strukturieren und energetisieren. Informieren ist eine eigene Sache, ja? Das ist ein eigenes Ding. Aber das hat jede Anlage, weil ohne das schmeckt das Wasser scheiße. Ja? Dann kannst du gleich eine Aquarella dir hinstellen, wo du ungefähr eine halbe Stunde wartest, bis du 1 Liter Wasser hast. Und der schmeckt dann fad. Ist zwar rein, aber fad. Ja? Und erst durch das Verwirbeln und dann ein bisschen Sauerstoff dazu und hier, ja, dann schmeckt es richtig gut, aber dann muss die Anlage auch richtig Druck haben, also diese Boosterpumpen, das meinte ich, ne? Die müssen da sein. Ja? Der arbeitet jetzt mit einem Druck von 7,5 bis 8,5 Bar. Also der fährt fast an die Grenzen von Membrane. Die Membrane schafft maximal 10 Bar. Ja? Und wir sind jetzt schon fast bei 8 Bar. Also mehr darf ich nicht mehr machen. Aber da geht richtig was dann hinterher auf der Frischwasserseite. Weil der Druck wird ja benötigt nach der Membrane, um die Wirbel zu aktivieren, um die Kartuschen zu aktivieren, ja, damit die richtig arbeiten. Und wir haben kein Kalkproblem. Meine Membranen haben eben in den Vorstufen starke Magneten drin, dann eben der Wirbler und ja, und wird der Kalk umgewandelt, wird nie Kalkprobleme haben, egal wie hart das Wasser ist. Ja? Ein wichtiger Aspekt. Ja, ist ein cooles Ding. Und wie gesagt, dieses Wasser hat auch richtig Wirkung. Also das wirkt richtig. Da musst du mal Christian fragen. Da geht auch einiges ab bei ihm. Ne? Das denke ich mir. Das ist ja genau der Punkt, weil wir haben ja im letzten Mal schon ein bisschen die Funktion, ich wollte es jetzt nur noch mal kurz erörtern, weil ja immer wieder die Frage im Raum steht, Wasser und warum gesundes Wasser? Wir wissen ja von unserer Erkenntnis aus dem Außen jetzt, dass Wasser natürlich immer schon ein Medium war, das man sehr gerne manipuliert hat und man sehr gerne manipulieren kann. Das ist übrigens auch durch den Körper. Der Körper hat ja auch hauptsächlich Wasser.
Darum eigentlich auch den Vortrag, wo wir da gerne vorbereiten. Das ist übrigens auch etwas, wo man kommen kann. Da können sich dann gewisse Leute anmelden. Vielleicht machen wir einen kleinen Unkostenbeitrag, aber auf freiwilliger Basis ist vielleicht ganz gut, je nachdem, wie viele Leute kommen, dass wir das Produkt einmal vorstellen. Weil das Produkt von Marco, ja, mit dieser Möglichkeit, mit dieser Energetisierung, also geht es nicht ums Informieren mal rein, von der mir aber Energetisierung, Informierung und der Funktion, die gibt es ja so am Markt nicht. Ja. Das ist eine Weltneuheit in dem Sinn. Ja. Ja, sagen wir mal so, es gibt Sachen, aber die sind sehr teuer. Also ich kenne schon jemanden, der übrigens mal kurz zu Best Worte, ich kenne jetzt inzwischen 3 Vertreter und alle sagen, Best Worte ist gut, aber zu teuer. Die Ansätze sind in Ordnung von Best Worte, deshalb verbaue ich auch Sachen von Best Worte, weil sie wirklich gut sind, die Sachen. Und da kriegt man eben von einfachen Anlagen hochwertige Anlagen, ne? Wenn man weiß, wie es geht. So. Zu einem Preis, wo Best Water nicht verkaufen würde. Die Anlagen, die ich, da würde ich mindestens nochmal 1.000er drauflegen, dann sind wir da, wo Best Water. Ne? Ist die Marge halt so groß, also Gewinnspanne. Ne? So. Ja klar, die müssen verdienen und die Vertreter müssen verdienen und so weiter. Das ist ja bei mir nicht der Fall. Ich bin ja kein Vertreter. Ich vertrete keine Firma. Ich baue einfach Anlagen aus Interesse, aus technischem Interesse, aus Entwicklungsgeist und weil ich Spaß dran habe. So. Und klar, und deshalb gebe ich zum Beispiel Aufträge an regenwasser.com, wenn mehr kommt, weil ich selber das nicht abdecken kann, anbauen. Ich kann sie dann aufbereiten, also mit den Extras. Das schaffe ich schon. Aber dass ich 10 Basisanlagen umbaue, da habe ich viel zu tun. Also das wird nicht klappen. Aber das kann man abdecken. Und übrigens ist der sehr interessiert an diesen Wirblern. Jetzt kann die Leute sagen, ja, warum baust du die nicht selber, die Wirbler? Das wäre doch eine Neuheit, sage ich. Nein, die Neuheit ist von Multikraft und ich baue das Gehäuse drumherum. Das ist eine kleine Innovation mit einer großen Wirkung. Ne? Kleine Idee, große Wirkung. So. Und dann braucht man natürlich jemanden, der es finanziert und der das dann baut und der es anbietet, wo ich es günstig beziehen kann. Ja, weil ich will ja Anlagen bauen, ich will nicht Teile herstellen. Ja? So. Übrigens, in Zukunft wird es auch eigene Kartuschen geben von mir, mit Schungit, mit Zeolit, mit was weiß ich welchen Aufbauten, ja? Ich nicht mehr die Kartuschen nehmen von denen, sondern da wird ganz edles Material hinein und dann machen wir das selber, weil da wissen wir wenigstens, was wir drin haben. Ne? Wenn ich eins von Best Water nehme, kann ich darauf vertrauen, dass da was Gutes drin ist, aber wissen tue ich nicht. Ich müsste es aufsägen, ne? Um es nachzuschauen. Dann würde ich irgendein Zeolit-Material finden, ja, kann gut sein, muss nicht, ne? Aber ich gehe mal von aus, weil ich in 10 Jahren schon diese Anlage nutze und die mit Erfolg. Also insofern denke ich, und das haben mir jetzt auch diese Vertreter da bestätigt, dass es wirklich gut ist. Also die machen keine schlechten Sachen. Nur eben zu teuer. Ne? So. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ja, wie gesagt, ja, wegen dem Vortrag auch und was ich auch gesagt habe, der Wolfgang Kofler, der vom Löwen in Sulz, der hat sich auch schon sehr interessiert daran gezeigt und vielleicht, wenn er das jetzt auch sieht, lieber Wolfgang, vielleicht sagst du uns, ob du einen Gartenschlauch vor Ort hast, damit wir diese Anlage anschließen können. Wir werden diese Anlage live vorführen. Das wird auch das erste Mal sein, dass diese Anlage dann noch läuft. Also wir werden schauen, dass der Marco dann noch dabei ist. Man kann das Wasser dann auch probieren. Ich werde dann noch meine Essenz mitnehmen. Dann kann man es testen ohne und mit noch zusätzlich. Wir haben auch in der Kartusche, da muss ich dir jetzt eh noch was schicken. Gut, dass ich noch heute noch mit dir... Genau, ich muss ja noch berichten. Deine kleine... Ja, genau. Wir werden da noch etwas machen, richtig. Wir werden da noch ein paar Dinge machen, wo speziell sind eben, wie gesagt, was das Interessante ist. Alleine ein sauberes Wasser macht ja noch, ist eine gute Basis. Aber wenn wir wirklich das Ganze auch für unsere Spiritualität und für unsere Reinheit nutzen wollen, kann man natürlich noch einiges dazu machen. Und genau ab da geht dann dieses letzte Modul, das nicht klassisch ist, setzt da an. Ja? Da waren wir stehen geblieben. Und zwar, ob es das schon gibt. Ja, das gibt es natürlich. Wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt quasi Wasseranlagen bauen. Granda zum Beispiel hat es damals schon gehabt. Oder jetzt die andere Firma da vom... Ja, du weißt schon von unserem quasi speziellen Freund da, der Martin heißt er, glaube ich, oder Markus heißt er, der hat auch ganz tolle Anlagen. Aber dann bist du ja gleich mal Basisanlage 2,1 bis 2,5 und dann noch der Aufbau dazu, ohne mit Informierer, ich weiß nicht, zwischen 3.000 und 4.000 Euro, ja. Und sage ich, das ist mir zu teuer, ich will, dass möglichst viele Leute die Möglichkeit haben, an so eine Anlage zu kommen. Und deshalb baue ich eine Informationseinheit. Ja, die hat kein Orgon drin und die hat kein Glaubbuster drin, weil ich sage, die Audiospule tut's. Wir sind nämlich in einem Gespräch draufgekommen, dass es ja so ist,
je mehr du die Cluster strukturierst, also sprich, je mehr Schaubergerwirbel, Implosionseinheiten du drin hast, umso härter strukturierst du die Cluster. Je besser du die Cluster strukturierst, umso stabiler ist das Programm, was du da drauf spielst. Also sprich, die elektromagnetische Schwingung, jetzt der Klang von einer außergewöhnlichen Bergquelle, ne, zum Beispiel. Ja. Ja, so. Wenn du den drauf spielst, ist der so stark, dass der nicht umprogrammiert werden kann, es sei denn, du würdest den Aggregatzustand ändern. Oder es wieder durch den Schaubergerwirbel schicken. Ja? Dann zerreißt du die Cluster. Oder wenn du das zum Kochen bringst und quasi verdampfst und so, ne? Also Aggregatzustand ändern. Dann würdest du das dieses Programm löschen. Okay. So, und da kann man jeder mit der Informationsquelle kann ein Homöopath seine homöopathischen Sachen draufschwingen, sofern er denn die Frequenzen hat. Ja. Ja, braucht er keine Globuli mehr, sondern er nimmt das Wasser, was er will, so viel, sagt er, was weiß ich, 200 Milliliter und dann Hahn, zack, bumm, drauf, da hast du es, ne? Ist die Schwingung drauf, ne? Dann wartet er halt ein bisschen, schaltet es ein und dann lässt er halt das erste Wasser raus und da ist es drin. Bumm, ja, also. Oder eben die Bergquelle oder was weiß ich, eine Ave Maria oder sonst was, ne? Ja. Draufspielen. Kann auch ein Heilwasser werden dann. Aber Punkt ist, wir können jetzt das, was der Masaru Emoto als Basiswissen erarbeitet hat in diesen vielen Jahren, das können wir faktisch in das Wasser bringen. Also das geht ja mit der Audio. Das ist im Prinzip eine ganz einfache Technik, aber der Aufbau der Kartusche ist nicht unbedingt einfach. Ja? Und das muss ja auch erstmal entwickelt werden. So, und das wird es in Zukunft geben für den Normalgeldbeutel, sage ich mal. Natürlich wird dann auch eine Anlage 2.500 Euro kosten. Aber da ist dann alles drin. Bis zum Informierer. Ja? Ja. Und nicht Basisanlage für 2 irgendwas und dann nochmal 1.000 oder 1.500 nochmal drauf, nur dass ich einen Informierer bekomme. Also das finde ich dann, das finde ich unverschämt. Ja? Ja. Ja. Auch wenn ich es den Leuten gönne, weil sie entwickelt haben. Aber Entschuldigung, ich muss jetzt mal eins klarstellen. Entwicklung ist nie ein One-Way. Ja? Das ist keine Einbahnstraße. Sondern Entwicklung geht immer vom morphogenetischen Feld aus. Ja, also mal ein warnendes Wort an alle Entwickler. Ihr seid nicht die Besitzer eurer Ideen. Merkt euch das mal. Ja? Sondern sie werden euch gegeben und ihr sollt sie vernünftig verwalten. Natürlich dürft ihr dabei verdienen. Aber wer sagt denn, dass man reich werden muss dran? Und überhaupt, was ist Reichtum? Das ist sehr relativ. Ne? Ja. Reichtum hat nicht immer was mit Geld zu tun. Du kannst Millionen haben, aber schwer krank sein. Was nutzt dir dann dein Geld? So. Und deshalb bin ich und Geld, wir zwei sind nicht so wirkliche Freunde. Ich weiß, wir haben ein Geldsystem, okay. Aber ich sage, nimm so viel, wie du brauchst. Also bitte darum, was du brauchst, das soll man dir geben. Nicht das, was du willst, denn das, was du willst, könnte für dich genau das Falsche sein. Ja? Also nimm das, was du brauchst, das soll man dir geben. Und sei damit glücklich, sei genügsam. Dann ist das Leben einfach. Ja, es ist. Also Glück hat immer was mit Genügsamkeit zu tun. Das, so ist das. Und deshalb sage ich, mich interessiert das Geld nur sekundär. Ja, ich habe nicht Stress, weil ich zu wenig Geld habe, sondern weil es Sachen gibt, die immer wieder Geld wollen von mir. Ja, weil wir in so einem verrückten System leben, wo der eine sagt, jetzt will ich deine Miete erhöhen und der nächste sagt, ja, jetzt musst du wieder Stromkosten zahlen und der dritte sagt, ja, was weiß ich, jetzt kommt wieder irgendeine Rechnung von deinem Auto und lauter solchen Scheiß, ja, den keiner braucht, ja, und so ist die Welt aufgebaut. Wenn es nach mir ging, würde alles viel einfacher und simpler sein, ja, also ich bin eher so der Typ Richtung Autarkie. Und ja, weil wir gerade bei Autarkie sind. Ja. Meine Anlagen sind zukünftig schon auf Regenwasser ausgelegt. Das heißt, weil ich ja mit Regenwasser angefangen habe, gesagt, wir müssen natürlich ein Feature bieten, was andere nicht haben. Also die zweite Pumpe, weil jeder sagt, ja, aber wenn sich einer mit Umkehrosmose auskennt, sagt er, es reicht auch eine Pumpe. Sage ich aber nicht, wenn du mit Regenwasser arbeiten willst. So, jetzt sage ich dem Kunden, du kannst mit Regenwasser arbeiten, aber leider muss ich dir noch eine zweite Pumpe einbauen. Ja, jetzt ist der Kunde in Hamburg. Super. Fahre ich dann nach Hamburg wegen einer Pumpe oder was? Nee, die baue ich einfach gleich mit ein. Die ist so geschalten, dass sie im Leitungswassersystem sich abschaltet, nur kurz mit anläuft, dann abschaltet, dann macht die eine Pumpe und sobald man es umsetzt auf Regenwasser, ist sie schon so eingestellt. Das heißt, sobald sie das Wasser aus einem Tank bekommt, der ja keinen Druck hat, ne, arbeitet sie wie eine Regenwasseranlage. Ja? So,
Und dann ist die UV-Einheit auch mit drin. Die kann man einschalten, muss man nicht. Ja? Also bei Leitungswasser haben wir in der Regel keine Keime, weil ja die Leitungswasserindustrie bereits ihr Wasser mit ultraviolettem Licht behandelt. Mhm. Aber in den Anlagen sind UV-Lichteinheiten drin, mhm, wo das Wasser dann quasi, die Keime werden abgetötet, falls welche drin sind. Mhm. Was aber bei einer Umkehrosmose nicht möglich ist, weil die Körnung oder die Poren so fein sind, mhm, dass nur reines Wasser rauskommt. Mhm. Und das hängt eben damit zusammen, dass man den Kalk vernünftig bearbeitet. Mhm. Wenn der Kalk steigt oder wenn, dann können sich Barrieren in der Membrane bilden, dann kann die Abwasserseite auf die Frischwasserseite zum. Also es hängt sehr, sehr mit dem Kalk, mit der Kalkbearbeitung und der Struktur des Kalkes zusammen. Ja, also ich habe eine Kalzium-Schwäche gehabt, leider. Ich weiß zwar nicht, warum das immer wieder passiert, aber das ist spannend. Wir haben natürlich gut, das kann, ja, das kann bei mir liegen, weil ich auf dem Land lebe. Mhm. Und am Land ist halt so, ich habe nicht immer so eine tolle Internetverbindung. Okay, aber na gut. Ja. Ja, also wie gesagt, es hängt mit dem Kalk zusammen. Der Kalk muss vernünftig bearbeitet werden. Dann hat man auch keine Probleme mit der Verkeimung. Ja? Okay, okay. Das alles sind Themen, die muss man wissen. Und man muss wissen, wenn man eine Basisanlage kauft, dann ist, mhm, man um die 400 Euro los, mhm, mit Zusatzfilter und, und. Man darf ja nicht vergessen, bei meinen Anlagen bekommst du Filter für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Du kriegst das im Prinzip das All-Inclusive Sorglos-Paket, mhm, wenn man so will. Ja? Weil, ja, ich der Meinung bin, man soll alles da haben, ja, dass man 5 Jahre lang oder 10, je nach Basiswasser, mhm, halt seine Ruhe hat. Ja? Mhm. So. Und klar, ein bisschen was muss man tun. Der 5-Mikrofilter sollte man nach einem halben Jahr gemacht sein. Übrigens, neue Anlagen haben ein tolles Feature drin. Mhm. Die haben eine kleine LCD-TDS-Messung, das ist ein kleiner Bildschirm, also ja, LCD-Anzeige, mhm, wo Input- und Output-Teilchen gezeigt werden. Also die Input-Teilchen von einem Leitungswasser, zum Beispiel bei mir 266, mhm, Output-Teilchen, 4 Teilchen jetzt zum Beispiel. Ne? Also die Anlage da unten, die filtert jetzt auf 8, mhm, Teilchen runter. Mhm. So, das, ja, gut. Und das kann man dann gleich sehen. Ne? Man, mhm, sieht sofort, wenn die Teilchenzahl steigt, mhm, nach der Membrane weiß man, oh, ich muss vielleicht mal 10, 20 Liter auf einmal rauslassen, dann gucke, mhm, ich mal wieder, wenn es dann passt, dann kann ich es lassen. Wenn es nicht passt, muss ich 5 Mikrofilter, die erste Filterstufe auswechseln. Mhm. Mhm. Und wenn es dann steigt, alle 3 auswechseln. Mhm. Gut. Und weil der Alexander mitdenkt, gibt es, mhm, halt gleich mal 3 oder 4 oder 5 Mikrofilter extra dazu. Mhm. Ne? Plus 5 Packungen oder beziehungsweise 4 Packungen Komplettfiltersets. Mhm. Mhm. Ja, ist alles dabei. Ne? Ja, also das ist natürlich sehr interessant und was wir vorher kurz angesprochen haben, das fällt mir aber mir auf. Also Geld und ich sind zwar auch keine guten Freunde in dem Sinn, aber ich sage halt einfach, ich möchte auch meine Sachen nicht unbedingt kommerziell vertreiben. Darum habe ich auch gesagt, die müssen Sie bei mir selber fordern oder ordern. Ja. Und ich habe dann immer wieder gesagt, bitte, ich bin keine Firma. Das ist zwar bei vielen noch nicht ganz so in die Köpfe gekommen, aber das ist, wenn man mit Wasser arbeitet, dann arbeitet man mit einem Bewusstsein. Wasser, das ich mache, hat ein Bewusstsein. Das hat auch viele. Du hast auch mein Energiewasser schon auch bekommen. Du weißt jetzt auch ungefähr, was es kann. Ich habe auch schon wirklich super Ergebnisse produziert und genau das setze ich jetzt an, weil bisher habe ich immer destilliertes Wasser gebraucht als Basis, weil ich Reinstwasser brauche. Jetzt habe ich es natürlich viel einfacher. Ich habe ja im Hahnennetz mit deiner Anlage natürlich die Möglichkeit, mit meiner Essenz zusammen unglaubliche Heilwässer in einer ganzen kurzen Zeit einem großen Publikum zur Verfügung zu stellen, weil ich stelle ja eine Essenz her. Genau. Das ist ja wichtig. Ich stelle ja eine Essenz her. Und ich brauche ja nicht viel, weil in der ist ja schon alles informiert. Das habe ich ja schon Monate und Wochen gemacht. Ja. Robo, auf deine Anlage hin, da gibt es in meiner Anlage, mhm, nach dem Wirbler, das, mhm, ist jetzt bei der Irene-Anlage noch nicht so, aber bei der nächsten wird es so sein, mhm, gibt es einen Abgriff, da kannst du das Wasser nach der Osmose, nach dem Verwirbler, ja, rausnehmen, ohne die ganze Energetisierung. Also wenn du speziell nur mit dem Wasser was machen möchtest, ohne dass irgendwas dazugesetzt wurde, mhm, kannst du das rausnehmen. Da gibt es einen extra Schlauch mit dem Hahn. Ja? Mhm. Ja, so zum Beispiel, wenn du dein Aquarium füllen willst, könntest du damit dein Aquarium füllen, weil da darf ja nichts drin sein. Ja? Mhm. Das darf nur verwirbelt sein, das energetisch ist, aber sonst nichts. Ne? Mhm. So. Und für deine Arbeit wäre es zum Beispiel interessant, dass du dann dort danach einfach das rausnimmst.
gehst mit Marco und sagst, ich hätte gerne mal aus dem Schlauch da, ne, einem hätte ich gern Wasser. Und dann kannst du alles reinfüllen, alles, was du willst. Da hast du wirklich reinst Wasser, was im Prinzip durch den Schaubergerwirbel nochmal verwirbelt ist, dass die Struktur passt. Ja, und mehr brauchst du eigentlich nicht. Na, das ist genau das Thema. Und wir haben ja mit der Einheit ja auch die Möglichkeit, auch trotzdem nach diesem Filter, weil mir spielt es ja keine Rolle, wenn 5 oder 10 oder 20 Teile drin sind, ist auch noch gut. Das ist also wirklich super Wasser. Die Essenz wirkt ja trotzdem. Und was es da geht, ist es ja praktisch, es geht darum, auch den Körper, das Körperbewusstsein zu heben, und das kann man. Wasser hat sehr viele Eigenschaften. Das wissen wir. Ich glaube, Wasserheiler hat der eine Film geheißen, wo man mal gesagt hat, ich glaube, das ist einer gewesen. Und dann haben wir wieder der zweite geheißen. Die Wassermeister, die Wasserheiler und die geheime Macht des Wassers. Das sind die drei Filme, die man kennen sollte. Die sollte man kennen, und da gibt es eben die Möglichkeit, dass wir das auch vor Ort dann nochmals etwas genauer erklären, weil wir haben ja gesagt, die drei Basis, das haben wir jetzt in der ersten Aufzeichnung, leider ist das rausgeflogen, aber ich erwähne es jetzt nochmal, und zwar, dass es auch wichtig ist, weil die Anlage führt natürlich Sachen ab, dann sollte man natürlich auch wieder gesunde Sachen zuführen, ja, also genau. Vitamine, Minerale etc., ja, und da ist eben die Gertrud mit dir jetzt auch dabei, mit Cosmoterra, das ist ja irgendwo ja in meiner Essenz die Basisstoffe gemacht, weil meine Essenz enthält ja auch alle Vitamine oder alle notwendigen Vitamine und ein paar Stoffe, die ich hier nicht erwähnen möchte, öffentlich aus gewissen Gründen, weil sie natürlich sehr stark fördernd sind für die Gesundung der Zellen, ja, also ja. Wie gesagt, wir haben hier Möglichkeiten, mit dieser Basisanlage und deinen Zusatzfeatures natürlich einem breiten Publikum jetzt wirklich eine Möglichkeit zu schaffen, wirklich auch in Bewusstseinsarbeit, wirklich voll auch mit der Gehirnleistung. Weil das Thema ist, dass viele das vergessen. Ich kann zwar sagen, ja, liebes Wasser, schönes Wasser, passt ja alles. Nur die Frage ist immer, moduliert sich das, was ich jetzt genau denke, in der Kraft auf diese Essenz Wasser, auf diese für uns feststofflich wahrnehmbare Größe voll direkt auf. Und das ist natürlich ja sicher ein besseres Ergebnis, wenn ich dann da schon reineres Wasser habe. Natürlich. Ja, wie du vor allen Dingen strukturiert. Strukturiert. Ja, strukturiert, genau. Das ist auch deshalb, wenn du Informationen drauf gibst, müssen die Cluster, ja, das ist wie eine Festplatte, habe ich das letzte Mal schon erklärt. Wenn eine Festplatte sauber formatiert ist, kann man sie sauber programmieren. Und der Schaubergerwirbel macht nichts anderes, als dass er die Cluster, und je öfter das, umso härter werden die Cluster, umso sauberer werden die, umso sauberer wird die Verteilung, umso homogener. Ja? Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Wasser mit Teilchen anreicherst, was weiß ich, Silizium, irgendwas, Natrium, sonst irgendwas, und du schickst sie dann durch den Verwirbler, dann macht er das einfach strukturierter, ordentlicher. Es verteilt sich in dem Wasser einfach besser. Und zugleich macht er natürlich die hexagonale Struktur wieder, die wichtig ist, damit das Wasser sauber programmiert werden kann. Denn es kann erst richtig programmiert werden, wenn es eine hexagonale Struktur hat. Genau. Was ja schon von verschiedenen Wasserherstellern, ja, jetzt hatte ich, wie gesagt, dieses interessante Gespräch mit dem, ja, die machen auch ganz schöne Wasseranlagen, aber teure, würde mich aber sehr interessieren, ja. Und es hat sich bestätigt im Grunde, dass es einfach ums Verwirbeln geht. Ja, wenn das von Implosion spricht, sage ich, ja, was meinst du mit Implosion? Wenn das Wasser durch den Wirbel geht, das ist eine Implosion, ein Saugen. Ja? Das saugt sich hinein und zerdrückt sozusagen die Wassercluster oder zerreißt sie, wenn man so will. Und die müssen, und die strukturieren sich dann natürlich neu. Also so, wie sie auf der natürlichen Ebene sind. Und da ist, wie gesagt, die Geschichte mit dem Multikraft, das ist ein Wink vom Himmel. Ja? Also das ist wirklich ein Zeichen der geistigen Welt. Denn ich habe das gesagt, da schau mal, das kannst du doch nehmen und es ist relativ leicht zu bauen. Ich brauche auch einen Dreher, ich muss auch die Teile umbauen, ja, also es gibt es nicht zu kaufen, aber da ich als Entwickler eben Dreher, Fräser, Zeichner und so an der Hand habe, ist das für mich jetzt nicht das große Ding. Gehe ich zu meinem Dreher, sage hier so und so viel, drehen, machen, bumm, zusammen, fertig. Ja, so. Und ja, das finde ich richtig cool. Also das freut mich richtig, dass da was gemacht ist, und jetzt kommt eben die ganze Informationsebene, was eben deine Arbeit ist. Und eben ein bisschen von mir mit der Audio-Geschichte, weil ich sage, ich meine eigentlich, dass mit Audio auch ganz gut geht. Hast du ja auch ausprobiert. Ne? Hast ja da dieses Glas Wasser genommen, auf den Auratron gestellt. Ja, da müssen wir dann auch mal ein bisschen reden mit Marco, Auratron etc., ob da nicht was geht. Ne? Schauen wir mal. Oder ob andere Interesse haben. Weil wir sind ja nun beide nicht so die Größe. Wir haben tolle Ideen. Ja? Aber wie es mit den Entwicklern halt immer so ist, sie sind meistens plank, ne? Weil sie arbeiten und ein Großteil des Geldes geht für die Entwicklung. Schau mal, die paar Euros, die ich jetzt verdient habe für diese Wasseranlagen, sind
100% in neue Entwicklung reingegangen. Und nur dadurch können wir jetzt Anlagen bauen, die richtig gut sind. Weil wenn ich das Geld für mich behalten hätte, dann hätte man keine Entwicklung. Ja. Es kommt halt nur nicht mal immer einer vorbei und sagt, hey, was brauchst du? Brauchst du einen Tausender? Kein Problem, da hast du mal. Ne? Wir ja. können ja nicht. Ne? Ja. Weißt du, wie lange ich gesucht habe in der Energiegeschichte, bis ich einen gefunden habe, der eine Firma hat, ein Riesenareal und so, der kann richtig was machen. Mhm. Wie lange ich gesucht habe, bis ich Leute habe, die wirklich eingestiegen sind, finanziert haben. Mhm. Wir haben für Energieprojekte fast 250.000 ausgegeben. Also das sind keine kleinen Dinge. Ich als Kleiner, ich bin ein ganz normaler Angestellter, technischer Service, ja. So, natürlich Elektromeister, aber weißt du, ich kann das nicht, aber ich habe Leute wirklich durch Transparenz, durch Ehrlichkeit, durch Gradlinigkeit dazu bewegt zu sagen, hilf mit, wenn du willst, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Wenn du Autarkie haben willst, dann musst du auf einem ganz ehrlichen Niveau arbeiten. Mhm. Und bei mir habe ich habe noch nie jemanden verarscht. Noch nie. Die Leute vertrauen mir, weil sie wissen, dass ich 100% zu meinem Wort stehe. Ja? Ich reiß mir eher sonst was aus, bevor ich jemanden anders verarsche. Mhm. Ja? Weil ich weiß, es ist zu kostbar. Ja? Ja. Das sind 10 Jahre extrem viel Arbeit. Die Leute wissen nicht, was das bedeutet, entwickeln für eine bessere Welt, die wir alle reden, wir brauchen neue Energie, wir brauchen. Sag ich, ja, und wer macht's? Wer stellt sich hin und macht's? Das sind Leute wie ich. Da gibt es ganz wenige nur, ja. Und genau ist das Gleiche mit der Wasseranlage. Ja, das bin nicht so der große Denker, sondern ich bin einfach ein Visionär. Ich bekomme Visionen und habe eben den technischen Hintergrund. Und so wie mit dem Hirbler, ich sehe das Teil, da macht es klick-klick und dann weiß ich, ah, so müssen wir das bauen. Bumm, fertig. Oder das mit der Informationseinheit. Ich habe mich nicht stundenlang hingesetzt und habe mir den Kopf darüber zerbrochen, wie ich eine Informationseinheit bauen muss. Ich wusste Audio, okay. Mhm. Dann war ich beim, na, wer ist jetzt noch? Der mit den Hunden. Ah, beim Christian. Beim Christian, ja, baue ein, schau, dann gibt es ja bei diesen Anlagen immer so 2 Informationsmodule, Ionisierung und so weiter, die sind so transparente. Ey, das ist doch genial. Mhm. Musst du einfach nur aufschrauben, das Zeug rausmachen und darüber eine Spule irgendwie schieben. Ne? Ja. Natürlich, der Aufbau muss passen. Ich bin jetzt permanent am Überlegen, wie der Aufbau, weil es ist ja so, wenn du eine Anlage verkaufst, du hast ja Verantwortung, kannst du nicht jeden Scheiß da reinmachen. Ja. Du musst genau wissen, was du reinmachst, wie viel du reinmachst. Ja? Mhm. Der andere vertraut dir ja 100%. Dann willst du ihm ja nicht irgendetwas reinmachen, was ihm hinterher einen gesundheitlichen Schaden verursacht. Also muss man genau überlegen, was tut man, in welcher Menge, wie macht man es und so weiter. Ja, am Hinterher sieht das ganz easy aus, das Teil. Aber die geistige Arbeit, die da drin steckt. Ist ja. klar, ja. Verstehst du? Ja, wir haben keinen Mensch hinterher. Wir haben jetzt ja da ein bisschen etwas anders, wie wir zuerst geplant haben, weil der Auratron, also da geht es praktisch der, wo praktisch die Audio-Files praktisch in dieses ja. elektromagnetische Feld aufschwingt, ist jetzt hier direkt in der Kartusche. Wir haben es mal, glaube ich, früher ein bisschen transparenter gedacht. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, ich habe da zum Beispiel so ein Ding umhängen, wo das Ähnliche macht, also auf einer ganz anderen Basis, mit Cache, aber ja. funktioniert auch genau gleich, mit Umgebungsenergie. Wir machen natürlich den Auratron trotzdem weiter, weil wir haben ja die Spulen ja schon entwickelt. Und das heißt, wenn jetzt einer irgendwie ein Energetiker ist oder energetisch arbeitet oder mit Informationen arbeiten will, kann er natürlich noch zusätzlich bei uns den Auratron auch bestellen als Extragerät, als extra Audio-Feature. Ja, das ist auch möglich, oder? Ja, Moment, es sind zweierlei Dinge. Das eine ist, dass man das Wasser informiert und einfach eine natürliche Schwingung drauf macht. So. Genau. Der Auratron hat ein viel größeres Spektrum miteinander vergleichen. Der Auratron kann Wasser programmieren, natürlich. Ja. Die Spule da drin ist eine Spule, die im Prinzip mit der Endstufe arbeitet. Okay. Normale HiFi-Technik. Mhm. Der Auratron arbeitet auf einer Lautsprechertechnik, also einer Kopfhörertechnik. Okay. So, der Auratron ist zum Chakren bearbeiten. Der ist viel sanfter, viel weicher. Mhm. Der ist von seinen Singen nicht so knallig hart. Da drin ist eine Hammerspule auf dieser. Also die ist nicht groß, aber die hat richtig Leistung, die Spule auf der Kartusche, weil es eben darum geht, wenn das Wasser mit so einer Geschwindigkeit da durch kann, dann muss das, wie wenn man
es Sand durch ein Sieb, ne? Da muss man mit Kraft rütteln, ne? Dass das Wasser sozusagen wie bei der Homöopathie wird Information reingerüttelt. Ne? Ja. So, und deshalb muss das Magnetfeld so stark sein. Während beim Auratron, das ist ein Multifunktionsgerät, da stellst du ein Glas 3 Minuten drauf, dann hat das vielleicht die gleiche Information. Aber so hart programmiert, wie es natürlich aus dem rauskommt, dann ist es nicht. Der Auratron, wie gesagt, ist ein Gerät für den Wellness und für die Arbeit an der Aura des Menschen. Er heißt Auratron, der Thron der Aura. Das heißt, er bearbeitet die Aura so, dass alle Chakren wieder gleich schwingen, gleich stark schwingen. Er kann aber genauso gut, mit anderen Frequenzen bearbeitet werden. Du kannst über den Auratron, wenn du den hier auf die Thymusdrüse legst, ne, dann kannst du im Prinzip in deinen Herztorus, dann baust du erstmal das Herztorus sauber auf. Also da hast du eine Frequenz, was das Herz synchronisiert, dass der Torus wieder passt. Und dann spielst du auf diesen Herztorus alles auf, was du willst. Für Nieren, für Herz, für Leber, für Haut, für was weiß ich. Ja. Du kannst also damit wirklich, medizinisch darf man nicht sagen, aber du kannst heilerisch damit arbeiten. Ja. Das ist eine ganz subtile Geschichte, wo du über das Magnetfeld rückwirkend auf von der Software in die Hardware hineingehst. Also Homöopathie auf einem ganz hohen... So, das ist der Auratron. Ist also nicht direkt zu vergleichen. Er hat diese Option, dass man Wasser damit programmieren kann. Ja, okay. Aber das ist nur... eine Kleinigkeit. Also Auratron ist nur ein ganz eigenes Thema. Ja? Nur, ich sage mir, wenn man Wasser, da hat mich der Marco drauf gebracht, können wir es denn nicht gleich in die Anlage einbauen? Den Auratron rein, sag ich. Der Auratron kannst du nicht reinbauen, aber ich kann dir eine Kartusche bauen, die das kann. Ja. Das kann man machen. Und da habe ich jetzt eben das Ganze vorgezogen, weil eben ich diese Kartusche gesehen habe und gesagt habe, das wäre ja eigentlich machbar und vielleicht schaffe ich es in der Zeit. Ich kann es nicht ganz versprechen, wenn ich es nicht schaffe, gut, bringe ich trotzdem eine gute Anlage mit, weil es ist halt einfach so eine Kartusche, da brauchst du dann eine Firma, die die Spule wickelt, du musst alles zusammenfahren, du musst zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Kartusche machst und du willst da zum Beispiel Aquariumsand reinfüllen, mal angenommen, ne? Dann musst du den Aquariumsand vorher in einem Reinstwasser erst einmal ausspülen. Dann musst du die Teilchen messen, gucken, gibt dir irgendwas ab, dann spülst du ihn nochmal aus und nochmal und misst immer wieder, bis du dir hundertprozentig sicher bist, da gehen keine leitfähigen Teilchen mit rein. Ja? Also irgendwas, da kann ja irgendwas drin sein. Kupferreste, sonst was. Ja? Das weißt du ja nicht. So, also musst du das vorbearbeiten, weil du dir hundertprozentig sicher sein musst, wenn ich das da fülle, wird niemand zu Schaden kommen. Dann zum Beispiel Shungit hat unglaublich tolle Fähigkeiten. Ja? Jetzt muss man aber wissen, welchen Shungit. Ja? Es gibt ja den für die Pflanzen zu bearbeiten und dann gibt es den Edelschungit, ne? Zum Beispiel. Ne? Und, ja, das ist wichtig. Und das sind lauter so Sachen, aber der Edelschungit, der hat unglaubliche Fähigkeiten. Ich habe da letztens ein Video gesehen von dieser Russin. Ja, es gibt so eine Russin da. Jana Haas. Ja, genau, Jana da und die hat super, also das muss ja ein echtes Wundermittel sein, dieser Schungit, ja. Und da denke ich mir, da eine Kartusche herstellen. Halb Shungit, halb Zeolit. Bei Zeolit ist es wichtig, dass du weißt, woher es kommt. Der Reinheitsgrad ist extrem, extrem wichtig. Denn ich weiß zum Beispiel eben durch meine Kontakte mit den Firmen jetzt, Shungit, Zeolit kann mit Schwermetallen belastet sein. Ja, natürlich. Ja, weil ist ja klar, Shungit ist ja ein Material, was Schwermetalle anzieht. Jetzt, wenn du natürlich einen Shungit hast, der irgendwo aus einer Mine kommt, wo nebendran Blei, Eisen, sonst was ist, dann ist der schon vorbelastet. Ja, der bindet das zwar, kann aber auch nichts mehr weiterbinden. Und wenn er zu viel bindet, dann muss er irgendwann mal abgeben. Wieder. Ne? Also verstehst du, kannst im Nachhinein dein Wasser dann eigentlich wieder mit Stoffen zersetzen oder versetzen, die dir nicht gut tun. Ja. Also musst du vorher die Qualität deines Materials kennen. Und da will ich in Zukunft hin, dass wir wirklich genau wissen, was ist drin. Ich bin zwar einer, der vertraut, aber der Spruch ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja. Also es hat jetzt nichts mit Vertrauen an sich zu tun, aber wenn es darum geht, ein Produkt herzustellen, dann muss das absolut passen. Ja? Das stimmt, ja. Und da haben wir in Zukunft mit diesen transparenten Kartuschen unglaubliche Möglichkeiten. Also das wird noch richtig spannend.
in Zukunft. Und wie gesagt, Anlagen bauen für den Geldbeutel, der sich leisten kann. Ich bin auch kein Krösus. Ich hab mir heute mal bei der Fahrt aus der Arbeit mir gedacht, also alles 5.000 kann gar nicht reichen. Du hast mehr wie 5.000 für. Aber das nur, weil ich das wollte. Das habe ich alles von meinem Geldbeutel, weißt du? Ja, wenn du mit deinem Gehalt nach Hause kommst, ein ganz normales Gehalt, ja, dann musst du mir mal erzählen, wie du von einer Firma Sanus Life mal eben eine Anlage für 18 oder 2.000 Euro zahlst. Mhm. Ja, musst du dir leihen und dann in Raten abzahlen. So habe ich meine Wasseranlagen, weißt du? Also ich weiß, wie das ist, wenn einer was haben möchte und sich es nicht leisten kann. Ja. Das weiß ich. Und deshalb sage ich, wenn ihr eine Community seid, wenn ihr wirklich wollt, dass mehrere Leute an gutes Wasser kommen, ja, dann leiht ihnen halt das Geld. Hallo. Ihr seid nicht so geizig. Ich meine, was soll das? Ja, das Geld kann, weiß Gott wann, nichts mehr wert sein. Aber wenn du die Wasseranlage da rumstehen hast und du keine hast oder deine gerade kaputt geht und dein Nachbar, den du das finanziert hast, der hat noch eine Wasseranlage laufen, dann brauchst du nur mal zu ihm gehen und sagen, wo, ich brauche mal ein bisschen Wasser. Und dann wirst du sehen, dass das richtig investiert ist, das Geld. Ja, ja, also, das ist nur eben das, was ich damit sagen will. Also 15. oder 17., ich weiß nicht genau, wenn jetzt da kommst, was abgemacht hast. Aber das ist, pass auf, ich sag's dir, am 14. Jetzt haben wir September. Nächste Woche habe ich meine erste Urlaubswoche. Okay. Und die übernächste Woche, die fängt an, 15. Dezember, wo bin ich denn? Entschuldigung, also die fängt am... So, jetzt haben wir um die Zeit gehört. Jetzt haben wir gerade wieder nichts bin ich gehört. Moment, langsam, ich sag's dir gleich. Hörst du jetzt was? Ja, jetzt geht's wieder, die Unterbrechung ist weg. Also, nächste Woche ist, ich habe die nächsten zwei Wochen habe ich frei. Und okay. am 13. würde ich runterfahren, das ist ein Sonntag. Mhm. 14. baue ich die Anlage beim Marco ein und irgendwann zum 15. rum würde ich diesen Vortrag machen. Also 15. September. Mhm. Aber welche Anlage zeigst du denn da, wenn du die einbaust den Tag davor? Das ist jetzt einfach so eine Frage. Ja, sagen wir mal so. Weißt du, das Beste wäre eigentlich, wenn der Wolfgang sich selber so eine Anlage, jetzt mal angenommen, ja, der Wolfgang will eine Anlage. Ja. Dann besorge ich ihm die Teile, schickst zu ihm und wir bauen sie direkt dort zusammen. Ja, das ist ja, ich würde dem Wolfgang, weiß jetzt ja die Kosten, Wolfgang Kofler, ich würde das Video dir dann auch zukommen lassen, das wäre natürlich cool. Dann wäre der Wolfgang natürlich auch so eine kleine Basis, ja, wenn er dann sagt, okay, das wäre was für ihn, wo dann die Leute auch das vor Ort dann begutachten können, auch in der Ausbaustufe. Ja. Der Wolfgang hat jetzt, wenn ich es richtig für Sie, ein Hotel oder hat noch ja, eine Gaststätte. Gaststoff für Löwen, so. Ja. Den Zug. Jetzt habe ich heute mal so eine Anlage gemacht und die bringt wirklich die Minute 1,5 Liter. Ja. Also damit kannst du auch wirklich das ab, wenn du jetzt das in einen kleinen Vorratstank machst, hast du genug Wasser, um damit auch wirklich Gäste gutem Wasser zu bedienen. Ja. Ja? Also wirklich ein gutes Wasser, wo du sagst, wenn einer ein stilles Wasser will, das kriegt er nirgendwo. Ja. Das Wasser, ja. Also, ja, da brauchst du jetzt nicht so eine Industrieanlage, dass du sagst, boah, die muss 10 Liter die Minute. Ja, warum? Nur weil einer ein Glas Wasser haben will? Das kriegst du doch mit der einfachen Anlage auch hin. Klar, das sind Privatanlagen. Ich baue keine Industrieanlagen. Aber selbst das würde für ihn schon mal ausreichen. Und wenn sie nicht reicht, dann bauen wir halt noch eine zweite hin. Ich wäre auf alle Fälle mal günstiger, als wenn er sich eine Industrieanlage zulegt. Ne? Ja. Ich würde ihm auf alle Fälle mal deine Daten senden und mal schauen, was er meint. Kann ich ihm ein paar Bilder schicken, dann kann man sich das anschauen. Ne? Ja, na wie gesagt, das ist ein super Angebot und vor allem er ist natürlich auch ein sehr beliebter Mann da in Sulz und vor allem auch bei uns herunten, weil es ist ja wieder ein bisschen Oberland bei uns, wenn man sich ein bisschen auskennt. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe so einiges bei ihm, mit ihm zusammen gemacht, bei ihm oben. Ich habe einige Energiekurse, Energetikerkurse organisiert, einige andere Kurse auch organisiert. Das ist wirklich, der Wolfgang und ich kennen uns schon lang und ich denke mir, das könnte was für ihn sein und wie gesagt auch für die Leute, die haben denn wirklich dieser Gaststoff Löwen, er wollte ja mal so eine Energiequelle auch machen. Das ist vielleicht etwas für ihn, ich muss ihn fragen. Aber man merkt schon, das Bewusstsein Wasser hat bei dir auch seine Essenz ausgeströmt. Ich war heute auch wieder am See unten. Ich habe dir ja die Fotos erzählt vom Bodensee, was da für ein Wirbel entsteht, was sich hier eigentlich abspielt. Ich habe auch heute dazu ein Video gemacht.
Gertrud und ich waren gerade unten und haben da ein bisschen Essenz hineingegeben. Es war wunderschön. Wir haben eine kleine Meditation dazu gemacht. Mal schauen, ob ich vielleicht das Ganze auskoppeln kann und auf YouTube stellen oder vielleicht macht es schon einer. Weil in diesen 2 Tagen haben schon Leute begonnen, meine Videos aus dem Facebook herunterzuladen und in gewisse Gruppen zu posten, was ich zwar nicht gewusst habe, aber trotzdem echt lieb, echt toll. Und dadurch hat sich dieses verbreitet. Und ich will auch, dass sich genau das jetzt auch verbreitet, weil diese Zusammenarbeit, wie du vorher erwähnt hast, ja, was wollen die Leute mit tausenden Euro auf der Bank, wenn es denn wirklich mal hart auf hart kommt? Und das könnte jetzt natürlich sein, dass andere Zeiten kommen, dann wären sie froh, wenn die Nachbarn ähnliche Qualitäten vorhätten, weil wenn es bei ihnen dann irgendwie mal einschlägt oder irgendetwas kaputt geht, dann haben sie die Nachbarn um sich und die sind dann in Verbindung. Wir sollten ja uns wieder aufeinander zubewegen und nicht weg. Ja, ist genau mein Thema. Der Nachbar hat vielleicht das Geld nicht, aber er hat vielleicht handwerklich das Know-how. Wenn es mal eng wird, dann ruckt man ja natürlich zusammen. Das Problem ist, wenn es eng wird, sind manche nicht gut ausgerüstet. Ja, genau. Ja? Und es geht um die Ausrüstung. Ja? Es hilft nicht, wenn einer sich autark gemacht hat und 10 andere nicht. Ja. Er kann die 10 anderen nicht beliefern. Das ist nicht möglich. Er kann vielleicht noch einen oder mitziehen, aber das war's dann. Wenn Ja. aber 5 von 10 autark sind, kann jeder einen mitziehen. Ja. Ja. Wenn die anderen 5 die nötige, ja, hier haben, ne? Ja. Dann Ja. arbeiten sie ja nicht nur für sich, sondern es ist eben so, in Zeiten der Not muss man als Gruppe denken. Wir müssen aus dieser Bequemlichkeit herauskommen, ja, dass jeder nur für sich und überhaupt, das funktioniert nicht. Das ist ja das, was uns die größten Probleme erst geschaffen hat. Das heißt, sind wir ja Systemsklaven geworden. Ja. Genau deshalb. Ja. Die müssten wir ja nicht sein, Nein. wenn wir wieder Verantwortung übernehmen würden. So, dann geht es halt raus aus der Bequemlichkeitszone. Ne? Die hat es eigentlich so nie wirklich gegeben auf der Welt. Ja? Also man kann super leben, wenn man bescheiden ist und vor allen Dingen sich viel aneignet. Ja, klar. Aber so auf dem Bewusstsein sind viele einfach nicht. Ja? Ja, das ist, Man hat geht ja mir genau gleich. Also ich habe ja meine Sachen immer auch alles selber finanziert, was ich gemacht habe. Gut, ich habe jetzt vielleicht immer das Glück, dass ich nicht viel gebraucht habe. Bin oft durch mich alleine, Sohn war zwar auch hier, aber habe natürlich sehr viel, wie soll ich sagen, ich habe sehr einfach gelebt. Ich lebe jetzt immer noch sehr einfach, natürlich jetzt etwas anders als wie vorher, weil Gertraud natürlich hier ist. Aber ich bin schon der Meinung, dass man nicht unbedingt die ganze Fülle irgendwie rausschmeißt in irgendwelche Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, sondern ich habe auch gesagt, ich möchte Sachen entwickeln, die man benötigen wird. Und das habe ich jetzt bekommen. Wie gesagt, ich weiß, dass ich es bekommen habe, aber ich weiß auch, was für eine Achtsamkeit man dahinter legen muss, damit man es auch behält. Weil es ist ja so, diese Dinge sind ja eigene Einheiten von einer Intelligenz, die man da erhält. Das sind ja das, was ich mache mit den Arbeiten, mit den Wässern. Das ist wie eine Wesenheit, muss man sich vorstellen. Und die Wesenheit, wenn die merkt, dass ich sie verarsche, auf Deutsch gesagt, oder dass ich das nutze, um andere zu verarschen, dann wird dieses Ding nicht mehr funktionieren. Diese Wesenheit weiß genau, wem sie dienlich dann ist. Ja? Und ich denke mir, da muss unser Bewusstsein hin. Wir als Seelenbrüder und Seelenschwester, wie ich es auch in meinen Videos immer wieder sage, das meine ich wirklich so, sondern es muss der andere dein Bruder und deine Schwester werden, damit du eben diese Basis erarbeiten kannst, um nicht zu sagen, ja, Moment, aber ich will eigentlich besser sein, damit endlich dieses Konkurrenzdenken über irgendjemand stehen, sondern wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen wollen, sollten wir die Basis schaffen, dass es das alle auch können und nicht der andere nur, weil er ein buntes Papier mehr hat wie der eine, weil was nützt dem eine ein Papier? Wenn er das Wissen nicht hat, was der daneben hat, dann kann er das Papier auch nicht essen. Weil zum Schluss, wenn es wirklich jetzt herunterfährt, und davon gehe ich aus, da bin ich ziemlich sicher, dann kann der nicht sein Geld, dann kann er sein Geld vielleicht verheizen, ja. Aber was ist jetzt mit Aufbereitung? Ich weiß genau, was du ungefähr noch für Projekte hast, und weiß ich, dass man da jetzt zwar noch nicht viel darüber erzählt, und das ist auch gut so, weil die Nee, Kollegen das sind darfst du immer. nicht wissen. Du musst nicht. Ja, egal, aber wir wissen, was ich weiß genau, was es heißt, an der Front da zu arbeiten. Facebook bin, ja. Ja, Das ist der ja. Grund, warum ich in solchen Gruppen bin, weil es gibt Menschen, die an Nichts sehr können. Ja. defizilen Ja. Sachen arbeiten und eigentlich besser nicht erscheinen sollten.
Ja. Na, das passt auch gut. Ich habe da, wie gesagt, ich kenne ja die ganzen Thematiken. Ich habe mich auch durch schon viele brenzliche Situationen selber rausgebracht und selber reingebracht, aber auch selber wieder rausgebracht. Auch mit diesen lieben Kollegen, die sich Polizei nennt. Aber das ist auch kein Problem. Das sind ganz normale Menschen. Darum würde ich auch nie, und ich habe das jetzt zwar in Videos noch nicht so erwähnt, auf so Demos gehen, weil da implementiere ich ja schon irgendwo eine Bereitschaft für einen Konflikt. Das mag ich nicht. Ich muss ja keinen Konflikt extra noch schüren. Ich weiß ja, dass so wie ich denke, schon oft bei denen ein Konflikt auslösen kann. Aber dann weiß ich, weil ich so denke, muss ich mir nichts gefallen lassen, nur weil ich so denke, aber handle damit alles rein und brüderlich bleibt. Ja gut, irgendwo muss ich dann auch sagen, als Bruder zum Bruder dann, ja gut, jetzt bist du deine Barriere zu weit gegangen und jetzt sage ich, hier ist meine Handlänge. Das ist übrigens auch eine biblische Größe. Handlänge, Abstand, guter Freund, du bleibst da. Genau hier und nicht weiter. Und das ist auch etwas, was man lernen wieder darf. Wir müssen wieder lernen, uns wirklich zu verbinden auf der einen Seite, aber auch unsere Grenzen zu setzen auf der anderen Seite. Das ist ein wichtiges Momentum auch. Ja. Sag ja auch immer, ich sage auch den Leuten immer, ihr habt mental im Geistigen so viel Macht und wisst es gar nicht. Ja? Genau, so ist das. Der Punkt ist, ihr seid ja göttliche Wesen oder ihr seid ja, ich sage immer Elohim, ja. Ja. Elohim ist ein Ja. hebräisches Wort, okay, Ja. aber es sagt eigentlich die Götter, Ja. also den Plural. Und der Plural ist ja auf jeden Einzelnen auch bezogen. Ja? Wir sind ein Okay. Kollektiv. Okay. Und das muss man einfach wissen. Es gibt nicht den Elohim, sondern die Elohim. Ja? Also mehrere. Ja? So. Und dann gibt es eben die Lebenden, Verkörperten und die Nicht-Verkörperten. Also Leben im Sinne von verkörpert und nicht verkörpert. Genau. So. Und gibt es in verschiedenen Bewusstseinsstufen und Reifegraden. So. Und deshalb vertrete ich ja genau dieses Elohim, dass ich sage, das ist auch eine Art Klang und Frequenz. Nicht jeder Name ist gleich. Ich habe schon mal gesagt, Stimmt, ja. Amen bedeutet zwar so sei es Aha. bedeutet, ja, Ja. aber so sei es klingt ganz anders So ist es. und Klang als Amen, ja. Es Genau. sind einfach Sprachen wie die deutsche oder die aramäische Sprache, die haben einen ganz besonderen Klang. Und dieser Klang ist eben wichtig. Und die Elohim ist im Hebräisch, Aramäisch, ne, so kommt aus dem Ding. Und wer diesen Elohim ruft, du kennst ihn ja, ne, wer Ja. den einmal gehört hat, der ist mir eingegeben worden, 2012, glaube ich, war es, oder irgendwo so in dem Dreh, da war ich mit einer Firma und habe gearbeitet, also eigentlich bei BMW am Band. Ne? Und dann habe ich das aufgenommen. So. Und das hat sich eben so entwickelt. Und der Punkt ist diese Frequenz macht dich, verbindet dich wieder und zwingt auch ein bisschen diese Elohim im Auswärts näher zu kommen und Ordnung zu schaffen. So, der Punkt ist, der erste Punkt ist Aufklärung. Also hinschauen, wo was nicht stimmt, wo was krank ist, wo was. Ne? Ja, so aufklären. Mit der Aufklärung entsteht Ordnung. Ja, ich kann nicht ordnen, wenn ich kein System habe. Also wenn ich in einen unordentlichen Raum komme, dann muss ich mir erstmal überlegen, wo ist eigentlich was, was ist eigentlich was und wo soll es dann hin? So, also erstmal muss ich aufklären, was ist und dann kann ich Ordnung schaffen. Wenn ich die Ordnung habe, komme ich meinen Frieden, also Heilung. Das sind die drei Dinge. Und wenn ich Ordnung selber nicht schaffen kann, dann nehme ich mir Hilfe, zu Hilfe eben genau diese Elohim, diese göttliche innere Kraft. Und wenn die Menschen das verstehen würden und mehr anpacken würden, dann müssen sie gar nicht zum Demonstrieren, weil sie dann eine so gewaltige mentale Power ausstrahlen, wie ein Strahl. Jeder ist ein Lichtstrahl und Lichtstrahlen werden gebündelt zu einem gewaltigen Laser, ja? Und dann kriegen die so einen Druck, die Leute, die den Teufeln dienen, ja, dass die können nicht mehr schlafen, die können gar nichts mehr machen. Ich habe das mal gesehen, und zwar in einem Gebet. Ich hatte früher eine CNC-Fräse und eine Firma, die mich ziemlich übel behandelt hat, ja. Die Firma Reitz, ja, die hat damals dieses Programm Amos Brutcam und da hatte sie einen, ja, die hatte ein Kartell fast schon. Also die hatte, wie sagt man, so ein Vorrecht, ja. So, und hatte gedacht, sie kann mich da knechten mit was weiß ich, welchen Verträgen und ich müsste immer wieder bezahlen und sonst was, ja. Und eines Tages habe ich in einem Gebet, da kam wieder so eine E-Mail und dann sagte ich in so einem Gebet, also in so einer Meditation, so, und jetzt ist damit Schluss. Das hört jetzt auf. Dann habe ich eine E-Mail an diesen Chef geschrieben, ja, der gesagt hat, ich müsste zahlen, sagen, wissen Sie was, Sie können mich jetzt verklagen, Sie kriegen keinen einzigen Euro mehr von mir.
Fertig. Sie haben gesagt, ich hätte da was gemacht, Sie würden mich nicht mehr beliefern und so weiter. Fertig, aus Amen. Sie kriegen gar nichts mehr von mir. Dann kam am selben Tag noch eine E-Mail, okay, dann lassen wir es halt. Fertig. Es war vorbei. Ja? Keine Ding mehr, weil ich einmal ganz aus dem tiefsten Inneren gesagt habe, Schluss. Und wenn die Leute das kapieren, dass sie konsequent, ja, nicht nur so halb, sondern ganz sagen, und damit ich dieses ganz sagen kann, muss ich mich an meine innerste, tiefste Kraft erinnern. Ich muss erinnern, was ich im tiefsten meiner selbst bin. Ja. Ja? Das ist nichts genau anderes, wie Elohim, wenn man so will. Es ist halt einfach, wenn ich sage, die Leute haben immer so ein Problem mit Elohim. Ja, warum haben sie ein Problem mit Elohim? Ist doch ganz einfach. Weil es eben nicht nur die guten, sondern eben die anderen Kräfte auch gibt. Und wenn du die anderen Kräfte daran erinnerst, was tatsächlich die Wahrheit ist, dann kriegen die Angst. Und wenn die Angst kriegen, fangen sie an, die Menschen aufzustacheln, ja? Ja? Mach das nicht. Nein, du darfst es nicht, weil, oh, dann würdest du frei werden und wir hätten keine Kontrolle mehr über dich. Das ist der Punkt, ja? Die Leute sagen, der Elohim hat mir Unruhe gebracht. Nein, Unruhe, der Elohim hat Licht in deinen Schatten, in deinen ganzen Sumpf gebracht. Du hast in deinen Sumpf geguckt und hast gesehen, oh, scheiße, das will ich eigentlich gar nicht so haben. Das ist schlimm, was ich da sehe. Aber dann kannst du doch nicht sagen, nur weil einer ein großes Licht hineingehalten hat, das Licht war schuld. Ne? Du hast vorher nichts gesehen, es war alles dunkel. Du bist in deinem Sumpf da rumgetappt und hast überhaupt nicht gesehen, welcher Riesen quasi Scheiß um dich rum ist. Ja? Und dann kam ein Riesenlicht und hat alles leuchtet und auf einmal hast du gesehen, oh, das will ich aber so nicht haben. Ja, ja, aber dann schimpfst du über das Licht. Ja. Das ist doch, du musst doch nicht über das Licht schimpfen, sondern du musst deinen Sumpf anschauen und sagen, das will ich so nicht leben. Ne? Das ist genau das das Dilemma, in das die Menschheit jetzt steckt, um dieses Stopp und dieses aus dem tiefsten Herzen. Und jetzt ist Schluss. Das müssen wir jetzt das dürfen wir jetzt auch entwickeln, die Kraft. Und dann hört das morgen auf. Diese Knechtschaft, die wir jetzt glauben, anderen oder Staaten, dass die diese Knechtschaft auf uns überstülpen, das ist ja nur deswegen, weil wir es zulassen. Das habe ich in vielen Videos gesagt. Für mich ist nicht der Staatsmann das Problem, auch nicht der Polizist, auch nicht das Gesetz, auch nicht das System. Das Problem ist der, der es am Leben erhält, der nicht Stopp sagt, weil der andere kann ja nicht anders. Der kann ja nicht anders als das machen. Wir müssen diese zwei Faktoren haben. Ich habe sie erklärt mit der Logik These, Antithese, Synthese. Das ist ganz klar. Das ist diese Dreiheit, die werden wir immer finden. Du hast es jetzt etwas anders erklärt, aber eigentlich das Gleiche. Ich habe eine Dunkelheit, ich bringe ein Licht hinein und dann ist die dritte Essenz, ich habe da draußen ein Resultat. Ob das Resultat gesehen wird, ah nein, ich tue das Licht weg oder ich sage nein und jetzt halte ich noch mehr Licht rein. Ja, das sind ja, das ist bei der Entwicklung genau das Gleiche. Wenn ich heute ein Wasser mache und ich gebe in das Wasser Öl rein und ich sage, so, jetzt kannst du das Wasser trinken, ja, ich glaube, das wird mir keiner trinken. Ja. Aber wenn ich jetzt da andere Magnesium reintue in einer speziellen Art und Weise mit der Kappe, der Fingerspitze nur, in diese Essenz, wo du, oder halt in diese Osmose-Ding, dann schmeckt es mir nach Quellwasser. Ja, das ist dein Ergebnis dann, aber ich muss es versuchen. Indem ich es nicht tue, passiert nichts. Und viele glauben ja, dass wenn sie jetzt zu Hause sitzen bleiben oder sie gehen jetzt schnell mal zur Demo irgendwo hin, unabhängig, ob die Leute das jetzt gut oder schlecht machen, ja, das möchte ich gar nicht sagen, das geht mich auch nichts an, das ist nicht mein Thema. Unabhängig davon, passiert da gar nichts. Das ist das Gleiche, als wenn sie eigentlich drinnen sitzen, weil sie gehen da hinaus, das sind hunderttausende andere, aber was machen sie ja eigentlich wieder gar nicht? Sie schreien dann irgendwo hinten rum, kriegen dann wahrscheinlich eine auf die Mütze, weil die einen Kollegen natürlich für Ordnung sorgen müssen und danach sagen alle, oh, die böse Regierung, die böse Staat oder so weiter, das ist zu einfach. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Projekte auch machen, warum ich auch sage, das ist das weibliche Element. Wasser ist das weibliche Element. Es bietet uns eine Menge an Chancen, eine Menge an Möglichkeiten, aber es fordert uns auch genau hinzusehen. Es bringt Licht auch hinein. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Anlage zu kommen, weil die Leute auch immer kritisieren über Osmose, das wäre ja so und so weiter. Also alle guten Anlagen, die Wasser energetisieren, haben als Basis Umkehrosmose. Und, und warum ist das so? Weil man da 100% sicher gehen kann, dass das Wasser rein ist. Mhm. Weil einfach dieses Umkehrosmose-Prinzip wirklich nichts, zu 99% nichts übrig lässt. Ja, 1%, was auf die Frischwasserseite kommt. Weil die Leute sagen, ja, aber es gibt doch auch Sedimentierfilter und. Ein Sedimentierfilter kann Mikroplastik nicht rausfiltern oder sonst irgendwelche Hormone oder irgendwelche Medikamentenrückstände oder. Es gibt im Wasser
über 1000 verschiedene Teilchen. Wie viele Sedimenteinheiten müssten denn da sein, um all diese Stoffe herauszufiltern? Und dann würde doch noch was durchkommen. Und Sedimentärfilter können diese Wasserleistung auch nicht bringen. Ja, weil die haben vielleicht einen Tank von 5 Litern. Okay. Eine Umkehrosmoseanlage schafft jetzt, die neue schafft 1,5 Liter pro Minute. Okay. Das schaffst du mit einem Sedimentierfilterding nicht. Und dann hast du permanent den Tausch von diesen Sedimenteinheiten. Und das ist ja auch aufwendig. Was machst du? Dann hast du auch wieder Sondermüll. Klar, du hast natürlich in den Vorfilterstufen auch Sondermüll im Endeffekt. Ja. Aber da kannst du wenigstens, sagen wir, das entsalzte Wasser, entmineralisierte, das könntest du nachher nochmal durch eine Aufbereitung über Frequenzen. Ne? Es ist grundsätzlich möglich, mit Frequenzen Wasser zu reinigen. Aber das ist eine sehr hohe Technologie und ich weiß nicht, wie weit wir sind, um das schon zu schaffen. Schau, jedes Molekül, jedes Atom, ja, oder jeder Stoff, wenn man jetzt quasi in diese chemische Tabelle guckt, ne? So, da gibt es ja die einzelnen Stoffe und das sind noch lange nicht alle Stoffe, die wir haben, ja, ins Periodensystem. Ja, hat jedes seine eigene Frequenz. Und theoretisch wäre es möglich, mit der richtigen Technik das zu wandeln. Aber das ist eine sehr komplexe Technologie und das sind wir noch nicht so weit. Vielleicht irgendwo in der Militärtechnik oder so, vielleicht haben sie sowas schon, ja, aber wir haben es halt nicht. Haben wir nicht, ne? Solange das nicht so ist, solange müssen wir eben auf Umkehrosmose umsteigen. Eines Tages wird es die Technologie geben, aber jetzt haben wir sie nicht. Und wenn wir sauberes Wasser wollen, was wir anschließend weiter behandeln, dann geht es halt nicht ohne Umkehrosmose. Das ist hundertprozentig sauberes Wasser. Das ist die Technik, die wirklich sauberes Wasser schafft. Ja, alles andere kann damit nicht mithalten. Ist ganz einfach. Nimm ein Glas Arsen, ja, oder so ein Stamperl Arsen und gibst in die eine Anlage und die andere. Der eine macht mit Information, der andere macht mit Umkehr. Und dann sagst du jedem, der die verkauft, so, und jetzt trinkst du dein Wasser. Was meinst du wohl? Wird der mit der Informationsanlage sein Wasser trinken, wenn er weiß, dass dort Arsen drin ist? Meinst du, dass er das trinken wird? Genau. Ich glaube nicht, weil er weiß, dass er hinterher sterben wird daran. Ja. Dann hat er zwar informiertes Arsenwasser, aber Arsenwasser hat er auf jeden Fall. Und der Umkehrosmose kann ganz bedenkenlos das trinken, der wird nicht sterben, weil Arsen es rausgefiltert. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist spannend. Du bist das. Das ist einfach der Punkt, ja. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt ein Schlusswort, weil sonst geht es wieder zu lang. Aber ganz interessant. Also wie gesagt, 13., 14. glaube ich, habe ich das jetzt noch so richtig im Kopf. Weil vorher am 13. fahre ich. 14. Also 13. fahrt und 14. Um 15. Ja, wäre das beim... machen. Am 15. Genau. Je nachdem, ja. Ja. Ja, wenn, wie gesagt, er seine Anlage dann noch hätte, genau, dann könnte er eine beim Marco einbauen, die zweite dann gleich beim Marco fertig bauen. Ja. Und dann müsste man sie halt bei ihm ein bisschen testen und am 15. könnte man dann gleich da mit Gartenschlauch, genau, und so weiter loslegen und auch, genau, zeigen und so. Ne? Dann könnte man ein bisschen was machen. Ne? Super. Wäre dann auch interessant, mal ein bisschen zu gucken, wie das geht und so. Ja. Okay. Lieber Wolfgang, hast du jetzt gehört, gesehen? Mal schauen, ich werde das Video schicken. Alex, danke. Wünsche dir einen schönen Abend. Wir werden auf alle Fälle nochmals ein Gespräch vielleicht machen, vielleicht auch live dann fort. Sowieso bei Marco werden wir sowieso was machen, das Ganze sowieso vorstellen, gar keine Frage. In dem Fall einen schönen Abend. Alles gut und euch bleibt's geil. Bis demnächst. Ciao. So.